Ad Astra. Hallo und willkommen zum kosmischen Fahrplan Anfang September. Nach dem Vollmond vom 31. August, der von mir den Titel verpasst bekommen hat, natürlich sehr vereinfacht, aus der Schwere zur Leichtigkeit oder aus der Enge in die Weite, geht es nun Anfang September ebenfalls recht gut vorwärts. Wir haben ziemlich viel unterstützende Energien, gleichzeitig aber immer noch viel Rückläufigkeit, was bedeutet, dass Dinge, die aus der Vergangenheit hochdrängen, weiterhin gute Beachtung bekommen sollten und aufmerksam beobachtet und weitergezogen werden sollten in ihrer Bearbeitung oder auch Verdauung eventueller alter Geschichten. Bevor ich hier jetzt auf einzelne Aspekte eingehe, möchte ich noch einmal ein paar Worte verlieren, wie wir so einen Fahrplan überhaupt benutzen können. Nicht, dass da Missverständnisse entstehen. Die Transite oder eben planetarischen Aspekte, die sich jeweils ein paar Tage, ein paar Wochen oder ein paar Monate lang bilden, sind quasi Hintergrundschwingungen für viele Menschen, für viele Projekte auch, für viele Ideen, die sich jetzt neu formieren, auch für Generationen in ihren Prägungen gibt es ja auch Hintergrundschwingungen durch planetare Aspekte, die sogar ein, zwei bis hin zu drei Jahre lang dauern und eben Generationen prägen. Aber wie prägt uns das jetzt persönlich, wenn zum Beispiel die Venus sich mit Mars verbindet oder die Sonne mit Jupiter? Nicht immer hat das auf uns persönlich einen eindeutig spürbaren Effekt, sondern vor allen Dingen dann, wenn wir selbst bereits Affinität dazu haben. Das ist eben so, wie wenn ich vor einer Speisekarte sitze, dann werden mich manche Speisen wenig interessieren und ich werde mir mit geübtem Blick einige herauspicken, die mich ansprechen und ja, eine Auswahl haben, aber nicht alle angebotenen Speisen werden jetzt hier eine Rolle spielen. Und so ist es auch mit dem kosmischen Fahrplan. Nicht alles, was jetzt auf das Sternentablett kommt, wird von uns ergriffen werden. Manches spielt einfach für uns persönlich keine besondere Rolle. Besonders wichtig sind Stellungen, wo in unserem Horoskop auf den gleichen Gradzahlen Planeten stehen. Wenn jetzt ein Planet wie aktuell die Venus oder der Jupiter stationär sind, das heißt auf einer Gradzahl festhängen, zum Beispiel der Jupiter ist jetzt aktuell auf 15 Grad Stier stationär, das heißt, er bewegt sich fast nicht und wird dann im Laufe des Septembers rückläufig. Dann wird nicht nur auf 15 Grad Stier, sondern auf allen Sternzeichen etwa in der Mitte bei 15 Grad, wird es für uns von Belang sein, wenn wir da eben auch Planeten stehen haben, dann werden wir einen Jupiter-Einfluss bekommen und das heißt ein öffnender, voranbringender, manchmal auch zu Übertreibungen neigender Einfluss.
Außerdem werden Stellungen für uns besonders bedeutsam sein, nehmen wir mal an mit Jupiter, Saturn oder Pluto, wenn diese Planeten in unserem Geburtshoroskop auch eine zentrale Rolle spielen. Also habe ich etwa Pluto in meinem Geburtshoroskop am Aszendenten stehen oder mit der Sonne verbunden stehen, dann wird es für mich noch wesentlich deutlicher spürbar sein, wenn der Pluto, wie jetzt Anfang 2024 dann, sein Zeichen wechselt, nach Wassermann geht. Ja, das wird bei mir mehr Umwälzungen, mehr energetische Veränderungen herausfordern, als wenn Pluto in meinem Geburtshoroskop relativ im Hintergrund agiert. Ja, so viel zur allgemeinen Betrachtung und dann steigen wir in Medias Res ein. Wie gesagt, am 31. August der Jungfrau Fische Vollmond, Mond in Fische, und am 1. September steht der Mond immer noch in Fische und vereinigt sich damit Neptun. Das heißt, die mystische Seite dieses Vollmonds, die über die Jungfrausonne allerdings zu pragmatischer Verwirklichung drängt, die wird am 1. September gleich noch stärker spürbar. Also das Hineintauchen in die verborgenen, eher geheimnisvolleren Ebenen des Daseins könnte uns zu Beginn des Septembers gleich mal wichtige Erkenntnisse, wichtige Motivationen bringen, wenn wir ein wenig geübt sind, diese Ebenen auch ernst zu nehmen. Ansonsten heißt eine Mond-Neptun-Begegnung im Zeichen Fische eher so etwas wie Verwirrung, Müdigkeit, Konfusion. Nun betrachten wir einmal den Merkur, der ja Ende August im Zeichen Jungfrau rückläufig war und weiterhin rückläufig ist. Der bildet bis zum 4. September ein Trigon zu Jupiter in Stier. Ein Trigon ist ein sehr hilfreicher, voranbringender, unterstützender Aspekt, blau gezeichnet. Und dieses Trigon zwischen Merkur und Jupiter, das produziert sozusagen Lärm, Freude. Der Merkur sammelt ja Informationen und der Jupiter möchte alles in größere Dimensionen entwickeln. Jupiter steht auch für das Lernen von eher höheren geistigen Dingen, auch von philosophischen Dingen. Das heißt, hier werden jetzt Projekte sehr angeschoben, die einen intellektuellen, mentalen oder geistigen Anspruch haben. Da könntet ihr jetzt spüren, wenn ihr da vielleicht im August schon etwas begonnen habt, dass das jetzt so richtig Schwung kriegt und übrigens um den 25. September rum bildet sich noch einmal dieser Aspekt. Also im September haben wir da grundsätzlich viel Anschub mit dem Verstand oder überhaupt geistig etwas zu leisten. Unterstützt dann auch noch von einige Tage später von einem Sonne-Jupiter-Trigon, auf das ich gleich noch näher eingehen werde. Gleichzeitig haben wir am 1. und 2. September ungefähr haben wir gleichzeitig noch den Mars in Waage in Halbsextil zu Pluto. Also hier ist auch noch eine Art Forscherdrang. So ein Halbsextil spürt auch nicht gerade jeder, aber es ist so eine gewisse Unruhe, tiefer zu verstehen, tiefer einzudringen in bestimmte Forschungsgebiete, Wissensgebiete. Das passt dann wunderbar zu der Verbindung zwischen Merkur und Jupiter. Wir bleiben bei Merkur. Ab 3. September beginnen sich Sonne und Merkur anzunähern. Und zwar so: Die Sonne läuft nach vorne, der Merkur läuft
nach hinten, rückläufig. Und Sonne und Merkur begegnen sich dann, und zwar am Mittwoch, dem 6. September. Der rückläufige Merkur arbeitet ja ständig schon in der Vergangenheit und in den eher hintergründigeren Bereichen unserer Existenz. Das jetzt schon einige Zeit lang. Und wenn er nun der Sonne begegnet, dann bringt die Sonne diese Dinge noch viel deutlicher ans Licht und fordert auch gewisse Entscheidungen. Und da werden auch Entscheidungen in der Öffentlichkeit gefällt. Also Dinge, die sozusagen erforscht worden sind, entdeckt worden sind, die recherchiert wurden und meistens eben sich auf vergangene Fehler oder auch vergangene Unstimmigkeiten beziehen, die werden mit Sonne-Merkur-Begegnung jetzt viel deutlicher, viel öffentlicher, viel offensichtlicher. Um ein Beispiel zu nennen, was aus der Vergangenheit ans Licht gezerrt wurde, ganz aktuell, sind bezogen auf den bayerischen Wirtschaftsminister Aiwanger Vorwürfe, dass er als 17-Jähriger antisemitische Pamphlete verfasst haben soll. Also etwas, das sich auf eine ziemlich ferne Vergangenheit bezieht, kommt plötzlich ans Tageslicht. Und wenn Sonne dem rückläufigen Merkur begegnet, dann kommt die Wahrheit ans Licht. Denn im Moment ist es noch unklar, ob das überhaupt stimmt. Und dann werden Entscheidungen gefällt, zum Beispiel, ob so ein Minister dann zurücktreten muss oder nicht. Weil die Sonne hängt ja auch mit Willenskraft und ja, mit Zielvorgaben zusammen, und die werden dann um diese Tage herum gesetzt. Das können wir für uns ganz positiv nutzen, dass die Dinge, wo wir jetzt vielleicht die letzten Tage und Wochen erkannt haben, da habe ich in der Vergangenheit Strukturen aufgebaut, die mir nicht gut getan haben, die kann ich nun wirklich besser jetzt Anfang September dann angehen. Und auch mit dem mentalen Schwung von Merkur, Jupiter mir neue Vorgehensweisen ausdenken und sie dann auch wirklich in Handlungsstrategien umsetzen. Das ist jetzt tatsächlich gefördert bis mindestens Mitte September. Der Jupiter selbst ist ab Ende August auf 15 Grad Stier stationär. Und stationär heißt immer, seine Kraft ist jetzt wie zentriert, betont, intensiviert. Und der Jupiter möchte uns ja fördern. Er möchte kosmische Unterstützung bringen und vor allen Dingen Öffnung, Weitung, Dehnung. Der Jupiter steht zum Beispiel auch für Personen, die dich fördern oder die zum Beispiel Stiftungen einrichten. Also der Jupiter hat immer eine mitnehmende, unterstützende Qualität, aber er hat auch die Schattenseite, dass er uns zu viel Wachstum, zu Übertreibung hinbringen könnte oder dahingehend versuchen könnte. Darauf müssen wir trotzdem auch ein wenig aufpassen. Die Rückläufigkeit des Jupiter, die zu 6 anderen Planeten kommt, die im Moment eh schon rückläufig sind, die hat so eine Art Verstärkerfunktion. Nachdem also schon viele verschiedene Kräfte hier sich wie hineingewühlt haben in Angelegenheiten, die Geschichtliches betreffen, die Zurückliegendes betreffen, kommt jetzt auch noch der Jupiter, der hier Schwung in die Sache bringen will. Also eine eindeutige Verstärkerfunktion bezüglich der Aufarbeitung von Prozessen. Aber der Jupiter bringt eben da meistens auch günstige und förderliche, wachstumsförderliche Ideen dazu. Also
In dieser Phase im September, wo der Jupiter jetzt rückläufig bleibt, können wir wirklich noch mehr als schon im August aufräumen, Vergangenes abarbeiten und gleichzeitig aber schon den Blick in die Zukunft richten. Das werden wir dann besonders spüren ab dem 15. September, wo ein Neumond in Jungfrau im Trigon zu Uranus diese Zukunftsrichtung dann stark betonen wird. Also da geht der Zug dann so richtig ab oder die Post geht dann so richtig ab und die ersten beiden Septemberwochen bringen hier viele Gelegenheiten für Erkenntnisse, was wir verändern könnten. Der 6. bis 8. September könnte uns sogar drei Glückstage bringen, denn Sonne, die Jungfrausonne, die aktuelle, das Erdzeichen Jungfrau, tritt ebenfalls in Trigon zu Jupiter wie zuvor der Merkur. Das heißt, die Informationen, die uns der Merkur vorher gebracht hat, die uns sehr nützlich erscheinen könnten, die können wir nun jetzt auch viel besser zum Wachstum bringen und umsetzen. Ja, Sonne, Trigon Jupiter ist eben ein Wachstumsaspekt. Das, was wir jetzt aus diesen Erkenntnissen heraus zum Erfolg bringen wollen, das dürfte jetzt einfach relativ gut vorangehen. Natürlich sind diese planetarischen Kräfte neutral. Und das heißt, wenn ich ja, keine ehrenhaften Absichten habe, wenn ich kriminelle Absichten habe, dann bekomme ich da jetzt auch Unterstützung. Sonne Jupiter heißt grundsätzlich, das, was ich anpacke und was für mich im Moment ansteht, das kann ich jetzt eben mehr ausdehnen und bekomme kosmische Unterstützung. Also passt auf, dass ihr nicht Dinge angeht, die euch gar nicht gut täten, sondern versucht eben vorher mit der Prüfungsfunktion des rückläufigen Merkur gut herauszufinden, was jetzt wirklich für euch ansteht. Dann schauen wir noch auf die Venus. Auch die Venus ist stationär ab Ende August wie der Jupiter und zwar auf 12 Grad Löwe. Auch hier die Intensivierungsfunktion, wenn ihr Planeten auf 12 Grad oder in der Nähe habt, 11 bis etwa 13, 14 Grad, dann werdet ihr hier Beziehungsthemen spüren, die sich jetzt verdichten. Am 4. September beendet die Venus ihre Rückläufigkeit und wird Direktläufigkeit, bleibt aber bis 9. September immer noch auf 12 Grad Löwe. Ab da bekommt die Venus dann und somit auch unser Beziehungsgeschehen auch die anderen Themen, die der Venus anhängen, wie Werte, Selbstwert, Finanzthemen, künstlerische Themen. Also ab 9. September bekommen alle diese Themenbereiche so richtig Schwung und Zunder, denn Sonne und Mond unterstützen sie dann durch Halbsextile. Und am 10. September gesellt sich der Löwemond zur Löwe Venus und gibt da wirklich jetzt wieder mehr Feuerkraft ins Spiel. Während wir die ersten Septembertage sehr viel Jungfraukraft hatten, prüfende Kraft, viele Erkenntnisse möglich waren, kommt jetzt durchaus wieder mehr Spiel und Spaß ins Feld, mehr Flirtfreude, ja, Feuerenergie als Kontrast zur Vernunft des Jungfrauzeichens, also auch wieder ein bisschen mehr Drama oder kreatives Sprühen liegt da im Feld. Und dazu passt dann auch ab 13. September Jupiter tritt, Entschuldigung, Venus tritt ins Quadrat zu Jupiter bis zum 17. September. Also in Beziehungsdingen hier viel Anschub, hohe
Spannung, ein gewisses Knistern, aber obwohl ein Quadrat zu Jupiter nie so besonders problematisch sein muss, dennoch, Venus-Jupiter-Quadrat heißt auch Vorsicht vor Blauäugigkeit, vor zu viel Hoffnung und Optimismus. Nicht jeder Flirt, nicht jede Verliebtheit führt hier zu längeren günstigen Ergebnissen. Das kommt eben immer auf den Reifegrad der Person an. Das kann einfach die Flirtfreude sozusagen anregen und dann passiert da gar nichts groß. Aber genauso, wenn du die Fähigkeit hast, alte Fehler zu vermeiden. Wir sind ja immer noch in dieser starken Rückläufigkeitsphase, Jupiter rückläufig. Wenn dir das gelingt, nicht wieder in ein altes Muster einzusteigen, sondern beziehungsmäßig jetzt mal wirklich eine Begegnung mit einem anderen Menschen als Spiegel für dich zu betrachten und damit auch für dich selbst in eine neue Energie einzutauchen, dann kommen dir diese Aspekte äußerst entgegen. Am 15. September, wie gesagt, Neumond in Jungfrau, aber dazu mache ich dann ein eigenes Video. Wir können auf jeden Fall davon ausgehen, dass das Trigon dieses Neumonds und auch seine Stellung im zweiten Haus, die sich auf unsere Talente, Begabungen, auf unseren Eigenraum, auf unsere Werte und Finanzen bezieht, da relativ viel Schwung bringt, relativ viel voranbringen kann, aber dazu dann einige Tage vor dem Neumond mache ich dann ein eigenes Video. Ich hoffe, der eine oder andere Aspekt hat euch angesprochen. Es war etwas dabei, wo ihr das Gefühl habt, ja, da könnte ich wirklich genauer hinschauen, ob mich das betrifft und was das mit meinen jetzigen Prozessen zu tun haben mag. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Grüße euch sehr herzlich, euer Sternenbegleiter Martin von Ad Astra. Ad Astra.